Moritz. Bisschen höher. Au! Moritz, lass mal sehen. Oh, ah. Hier, halt dir das mal vorsichtig drauf. Astrid! Astrid! So empfindlich wie der Mittelfinger, es könnte was gebrochen sein. Hoffentlich schaffen wir es noch vor Feierabend zu Dr. Kleist. Tut mir echt leid, Moritz. Die Wand ist total marode. Das Loch in der Wand ist riesig, Mama. Vielleicht ein alter Gang, keine Ahnung. Ich kümmere mich drum. So, komm, los geht's. So, ich öffne den Posteingang, dann auch den eingescannten Brief, so, dann Dateimenü und auswählen und kopieren. So. Ich kann nicht hinsehen. 10 Klicks, nur meinen KV-Brief in die Patientendatei einzufügen? Dafür habe ich Hotkeys zugeordnet. Darf ich? So. Steuerung F9, Alt A und Steuerung 5. Zack. Ach, wow, das war's schon. Mhm. Jan, würden Sie bitte die Unterlagen in der Radiologie auffüllen? Danke. Das checke ich immer morgens, wie mit Nora abgesprochen. Ist doch gleich Feierabend. Nora, halten Sie es für eine gute Idee, den Anfänger mit unserer Praxissoftware rumspielen zu lassen? Er kann's. Außerdem spart's Zeit. Ja. Ich halte es trotzdem für unangebracht. Waren die Auflagen eigentlich alle? Nein, aber fast. Halten Sie es für angebracht, sich in meine Routinen einzumischen? Jetzt geben Sie Jan einfach eine Chance. Guten Tag, Frau Böhmer. Hallo, Moritz. Hallo, Frau Mann. Ich weiß, es ist schon spät, aber hat Dr. Kleist vielleicht noch Zeit? Na, wenn er das sieht, ganz bestimmt. So, Moritz, jetzt tut's gleich nicht mehr weh. Geht schon. Sag mal, Moritz, dieses Loch in der Wand, ist es tief? Ich konnte nicht weit sehen, aber es kam Luft durch. Papa meint, da war früher vielleicht mal ein Gang. Ein Gang? Stimmt. Da war doch die alte Stadtmauer ganz in der Nähe. Ja, stimmt. Vielleicht ein alter Wehrgang oder sowas. Hast wohl ordentlich Staub gestellt, was? Komm mal her. Danke. Sind Sie neu hier? Noch eine Probezeit. So, das müsste mit dem Husten jetzt auch besser werden. Helfen Sie jetzt? Ja. Würden Sie Moritz' Hand etwas höher halten? Danke. Also ich glaube nicht, dass was gebrochen ist, aber hier die Kapsel am Mittelfinger, die ist doch deutlich verletzt. Das tapen wir jetzt und dann sollte es relativ schnell besser werden. Moritz, alles in Ordnung? Mir ist komisch. Möchtest du dich hinlegen? Nee. Er hat natürlich auch starke Schmerzen. Das kann unter Umständen noch auf den Kreislauf schlagen. Danke. Sag mal, geht dir jetzt nicht ein bisschen schnell? Ich meine, der Anruf des Headhunters ist 3 Tage her. Ja, es ist doch nur ein Gespräch, da wird er nichts entschieden. Der wird dir ein Angebot machen. Ja, ich sehe das so, ich teste einfach meinen Marktwert. Was ist, wenn das Angebot gut ist? Ich meine, ich habe auch noch einen Job. Deshalb habe ich denen schon gesagt, dass du in jedem Fall auch eine Perspektive brauchst. Was? Ich muss los. Wünschst du mir Glück? Du hast doch eh schon alles im Griff. Deine Mappe. Ja, danke. Du schaffst das. Ich weiß auch nicht, ich bin total hin und her gerissen. Also auf der einen Seite bin ich natürlich stolz auf Anke und ich freue mich auch für sie, aber auf der anderen Seite kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Kann ich total verstehen. Also für sie natürlich ein krasser Karrieresprung. Ich meine, stellvertretende Hotelmanagerin in so einem Riesenhotel, 5 Sterne. Und was ist mit dir?
Ja, ich weiß nicht, ich müsste mir dann da was suchen. Wie? Oder pendeln, keine Ahnung. Pendeln? Ja, und was ist mit Ben und mit uns? Was willst du damit sagen? Ja, wir können doch dann gar nicht mehr auf ihn aufpassen. Glaubst du, darüber haben Anke und ich uns keine Gedanken gemacht? Doch, ich stell doch nur Fragen. Ja, du stellst Fragen, die wieder in die gleiche Richtung gehen, dass du von Anfang an dagegen bist. Überhaupt nicht. Ich möchte einfach nicht, dass du vorstellen, was entscheidest. Vorwürfe kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen. Dankeschön. Vielen Dank. Renn doch nicht schon wieder weg! Oh, dieser Junge. Hier riecht's gut? Oh nein! Sie ist auch noch verbrannt. Was ist denn los? Ich weiß nicht. Anke hat ein Angebot, in die Schweiz zu gehen. Aha. Toll. Rufst du bitte die Kinder, es gibt Pizza. Geht's. Okay, das reicht schon. Perfekt. Na, wie läuft's, ihr Baumeister? Fang grad an. Nix da. Zeit fürs Bett? Schaffst du es denn alleine? Müsste klappen. Na dann, gute Nacht. Gute Nacht. Er geht freiwillig ins Bett? Ach, er brütet was aus. Der Husten wird immer schlimmer. Und du? Wird das was? Wie bitte? Also. Das Angebot ist fantastisch. Wirklich? Mhm. Ich würde das Doppelte verdienen. Was? Aber das Beste ist, im Ort gibt es ein großes Therapiezentrum und das sucht händeringend nach Physiotherapeuten. Oh Mann. Naja, das heißt ja noch lange nicht, dass die mich dann nehmen würden. Bei deiner Qualifikation. Du musst da einfach die ganz normalen Bewerbungsunterlagen per Mail hinschicken. Und das Bewerbungsgespräch machen die auch per Videokonferenz. Das heißt, das ist schon entschieden. Nein, Quatsch. Oh Mann. Wir haben hier ganz schön was aufzugeben. Ich meine, ich finde, es läuft gerade ziemlich gut bei uns. Ja, das stimmt. Wir können auch einfach die nächsten 20 Jahre so weitermachen. Oh komm, wir sind jung. Wenn nicht jetzt, wann dann? Okay. Okay. Ich habe gedacht, wir diskutieren jetzt noch ausführlich das Für und Wider. Wir können doch eh nicht wissen, was uns erwartet, oder? Ja, und? Wir machen das. Na, kann's losgehen? Jep, Frau Mommert wartet schon im Bahnhofsraum. Alles klar. Morgen. Guten Morgen. Hey, wie lief's mit Anke? Wohl ganz gut. Ich muss... Was heißt ganz gut? Ist ja nur wortkarg oder ist das dicke Luft? Guten Morgen, hallo. Ich hatte schon angerufen, wir müssen dringend zu Frau Dr. Ewald. Das ist ein Notfall. Der Name ist Witthoff. Richtig, aber wie schon gesagt, das kann ein bisschen dauern. Und wer von Ihnen beiden ist jetzt Sandra Witthoff, die Tochter? Entschuldigung, ich wollte nur was Nettes sagen. Ich bin Sandra Witthoff. Und wir warten natürlich. Kommen Sie. Ich schiebe Sie gleich rein. Oh, danke. Einfach da lang. Ja. Kleine Planänderung. Ein Notfall, Frau Doktor. Danke. Frau Dr. Ewald. Frau Witthoff. Sandra, hallo. Bitte setzen Sie sich. Ihre letzte Nachsorge ist noch gar nicht so lange her. Was ist los? Es geht nicht um mich, es geht um Sandra. Ich habe solche Angst, dass sie jetzt auch ein Mama-Karzinom hat, wie ich letztes Jahr. Ja, also meine Brüste schmerzen seit gestern. Und jetzt habe ich auf beiden Seiten Knötchen ertastet. Gut.
Bei Ihrer Mutter konnten wir den Tumor rechtzeitig entfernen und wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg. Stimmt doch, Frau Wittorf? Stimmt. Also, die Knötchen sind neu. Mhm. Sie tasten regelmäßig ab. Ja, seit Mamas Tumor natürlich. Wann steht Ihre nächste Periode an? In ein paar Tagen. Und solche Beschwerden hatten Sie vorher nie? Mhm. Gut. Vorneweg, es gibt eine ganze Reihe von völlig unproblematischen Veränderungen in der Brust. Okay? Ich werde sie jetzt abtasten und dann machen wir eine gründliche Sonographie. Gut. Hatte ich gerade das Gefühl, dass du mir was sagen willst? Ja. Also, es ist so, Anke hat den Job in der Schweiz. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie da nur noch unterschreiben muss. Und es sieht halt so aus, dass ich da in einem Orthopädiezentrum die Abteilung für manuelle Therapie übernehmen kann. Hast du mir gerade gesagt, dass du wegziehen willst? Und dass es schon entschieden ist? Nein, mein Vorstellungsgespräch ist heute Abend per Videokonferenz. Aber wenn das klappt, dann geht das alles ziemlich schnell, ja. Und wie schnell ist schnell? Zum Ende des Monats. Das glaube ich jetzt nicht. Sagst du mir einfach so zwischen Tür und Angel. Ich habe gestern versucht, es dir zu sagen. Erinnerst du dich? Ja. Nachdem du nach ein paar einfachen Fragen die Nerven verloren hast. Ich meine, wie stellst du dir das eigentlich vor, Peewee? Du sagst, du ziehst weg. In einer Woche. Mensch, wie soll ich denn hier einen Ersatz finden? Darum geht's dir schon wieder. Es geht dir immer nur um die Praxis. Nein, es geht darum, dass man als Erwachsener sowas plant. Nein, darum geht es nicht. Hier geht es um die Zukunft meiner Familie, Mann! Was ist denn? Entschuldigung, aber es ist dringend. Herr Böhmer ist da und es geht ihm gar nicht gut. Jan? Ja? Macht bitte keine neuen Termine mehr für mich aus, ja? Und es wäre ganz gut, wenn du mir eine Übersicht machen könntest über alle Patienten und Termine, die ich noch habe bis zum Ende des Monats. Okay, geht klar. Danke. Na, Herr Böhmer. Guten Morgen. Na? Wie geht's Moritz mit seinem Finger? Ich glaube, der ist fast ein bisschen stolz drauf. Alles gut. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, ich habe die ganze Nacht gespuckt, weil mir so übel war. Mhm. Dazu Durchfall und wahnsinnige Kopfschmerzen. Also mir geht's wirklich mies. Haben Sie denn Fieber? Nee. Könnte ein Brechdurchfall sein. Wird in der Regel durch Viren und Bakterien übertragen. Haben Sie denn was Falsches gegessen? Ach, daran kann's... Entschuldigung. Daran kann's nicht liegen. Meine Frau und Moritz haben den ganzen Tag das Gleiche gegessen. Denen geht's aber gut. Ihre Atemfrequenz scheint ein bisschen erhöht zu sein. Kriegen Sie denn gut Luft? Es geht, aber das ist alles nichts gegen diese ständige Übelkeit. Ich würde Sie ganz gerne abhören. Machen Sie kurz den Oberkörper frei. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Machen Sie bitte mal den Mund auf. Sie haben leicht bläulich verfärbte Lippen. Das deutet auf eine Sauerstoffunterversorgung an. Denken Sie, das ist was Ernstes? Das versuchen wir jetzt herauszufinden. Ich brauche auf jeden Fall von Ihnen einen Urintest. Wir werden den Blut abnehmen, machen ein Röntgenbild von der Lunge und ein EKG machen wir zur Sicherheit auch noch. Ja, ich werde Nora Bescheid geben. Okay, die Sonographie bestätigt, was ich nach dem Abtasten schon vermutet habe. Sie haben eine fibrozystische Mastopathie. Davon habe ich schon mal gehört. Das ist im Grunde harmlos, oder? Es handelt sich um eine gutartige Veränderung der Brust durch vermehrte Bildung von Bindegewebe. Dabei können sich kleine Zystchen bilden, die ihre Tochter als Knötchen getastet hat. Und woher kommt das? Genau weiß man das nicht. Es hängt wohl zusammen mit dem Östrogen im Rahmen des Zyklus. Aber dann ist ja alles gut. Ja, davon sollten wir jetzt erstmal ausgehen. Wir machen trotzdem zur Sicherheit noch eine Mammographie. Wieso? Sie waren sich eben doch noch sicher. Wegen Ihrer familiären Vorgeschichte ist Ihr Risiko tatsächlich erhöht. Ich mache diese Mammographie aber nicht, weil ich mir Sorgen mache, sondern weil Sie sich Sorgen machen und weil wir Schritt für Schritt alles abklären wollen. Oh Gott.
komm, Mama, das wird schon. Dieser verdammte Tumor hätte mich fast umgebracht, Sandra. Ich habe Angst. Ich weiß. Was bringt denn die Mammographie, was man bei der Sonographie nicht sehen kann? Nur durch die Mammographie kann man sogenannte Mikroverkalkungen erkennen, die Rückschlüsse auf Tumoren zulassen. Verstehe. Also doch. Nein. Frau Wittow, ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendetwas finden. Wir machen das nur zur Sicherheit. Okay? Ich weiß es nicht. Bernd? Ich kann einfach nicht mit Christian reden. Wir gehen immer gleich aufeinander los. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, okay. Wann genau seid ihr denn wieder zu Hause? Ah ja, perfekt. Da habe ich auch eine Pause. Dann komme ich rum, ja? Hey, Bernd. Danke schon mal. Okay. Tschüss. Also, das EKG ist ohne Befund. Das Röntgenbild von Ihrer Lunge ist auch ohne Befund. Und wenn die Laborergebnisse vorliegen, dann rufe ich Sie auf jeden Fall an. Was kann denn da noch kommen? Naja, Ihre Atemfrequenz ist tatsächlich etwas ungewöhnlich, Herr Böhmer. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass Sie an einem Brechdurchfall leiden. Also, ich denke, in ein, zwei Tagen werden Sie es überwunden haben. Geht's? Ja. Ist ja auch schon lange nichts mehr drin. Herr Böhmer, Sie sollten auf jeden Fall versuchen, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Aber übertreiben Sie es nicht. Trinken Sie langsam und in kleinen Schlucken. Ich muss nur noch mal kurz ins Büro. Ins Büro? Das können Sie vergessen, Sie gehören ins Bett. Oh, keine Sorge. Nur ein paar Unterlagen abgeben, die ich mit nach Hause genommen hatte. Danach geht's direkt ins Bett. Na gut. Aber ich nehme Sie beim Wort. Und bitte denken Sie daran. Bei Magen-Darm allerhöchste Hygiene. Ja, ist klar. Danke, Herr Doktor. Ach, und wenn sich Ihr Zustand wirklich verschlechtert, dann melden Sie sich bitte sofort, ja? Mach ich. Danke. Und? Geht's jetzt besser? Ist dir immer noch so übel? Geht. Weißt du was, ich mache jetzt gleich eine schöne Brühe. Vielleicht geht's dir dann auch schon besser. Hab ich jetzt das Gleiche wie Papa? Das könnte schon sein. Wenn es schlimmer wird, dann gehen wir einfach zu Dr. Kleist, okay? Hier und da sind leichte Verkalkungen zu erkennen. Ja? Die sind aber rund und glatt begrenzt und hier auch traubenförmig gruppiert. Verkalkungen mit solchen Eigenschaften sind gutartig. Sie haben also keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Das heißt, es ist alles in Ordnung? Ja, es reicht, wenn Sie nächstes Jahr zur Kontrolle wiederkommen. Großartig. Perfekt. Herr Westphalen ist der Nächste. Thorax in zwei Ebenen. Heißt das also, wir sind hier fertig, oder? Ja, alles Gute. Danke. Aber danke. Nehmen Sie doch noch kurz im Wartezimmer Platz. Frau Ewald wird sicher noch mit Ihnen sprechen wollen. Gut, das könnte allerdings noch einen Moment dauern. Können wir dann kurz raus? An die Luft? Na, kein Problem. Okay. Können Sie das Untersuchungsergebnis nicht vorher mit Frau Ewald besprechen? Wozu? Ist das eindeutig. Aber das entspricht nicht unseren normalen Abläufen. Danke, Nora, das war dann alles. Komm her. Ich bin so erleichtert. Dann sollte ich dir jetzt vielleicht noch was erzählen. Oh, bitte keinen weiteren Schritt. Ich hoffe nicht. Es ist wegen Robert. Ja. Das geht ja jetzt schon eine Weile mit uns. Ja. Wundert mich auch, wie lange es der nette Kerl schon mit dir aushält. Eben. Und deswegen haben wir auch geredet. Mhm. Wir denken über Kinder nach. Ach, Mommy. Tut mir leid, aber vor ein paar Monaten dachte ich noch, ich hätte keine Chance mehr, deine Kinder zu erleben. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung, könnten Sie wieder reinkommen? Frau Ewald würde jetzt gerne mit Ihnen sprechen. So schnell schon? Stimmt was nicht? Herr von Hatzfeld, darf ich?
Können Sie mir mal erklären, warum Sie meine Patientin praktisch nach Hause schicken, ohne vorher mit mir zu sprechen? Frau Wittow. Ich habe Ihrer Patientin nur gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Haben Sie wirklich keine Vorstellung davon, welche Ängste meine Patientin bei einer unklaren Diagnose ausstehen müssen? Unklare Diagnose? Ja, Sie haben Mikroverkalkung festgestellt. Ja, und entsprechend bewertet, Frau Ewald. Oder glauben Sie, das besser einschätzen zu können? Sie zeigen mir jetzt bitte die Bilder. Ja, vielleicht können Sie noch was lernen. Sagen Sie mal, ist das Ihr Ernst? Es geht doch hier nicht darum, wer von uns beiden recht hat. Es geht um das Wohl meiner Patientin. Und Sie haben zu früh Entwarnung gegeben. Also ich finde schon, wir können versuchen, professionell zu bleiben, oder? Ich unprofessionell? Wer von uns beiden stellt denn hier eine Diagnose ohne Rücksprache mit der behandelnden Ärztin? Seit Sie hier Partner sind, ist Ihr Ego quasi explodiert. Aber das ist eine Gemeinschaftspraxis, in der wir zusammenarbeiten. Ich finde, daran sollten Sie mal denken. Ich bin jetzt Partner und leite hier die Radiologie. Oder haben Sie geglaubt, es bleibt alles so, wie es ist? Ich hatte es gehofft. Ich bin durchaus in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Entschuldigung. Ich möchte gleichberechtigter Partner sein. Ja, dann benehmen Sie sich entsprechend verantwortungsbewusst. Kommen Sie, Frau Wittow. Sie können mit Ihrer Tochter schon im Sprechzimmer von Frau Ewald Platz nehmen. Okay. Einfach darum. Was ist denn los, Mama? Nichts, mein Schatz. Alles gut. Was ist hier los? Dr. Kleist, gut, dass Sie kommen. Frau Ewald zweifelt gerade an meiner Kompetenz. Ich bezweifle nicht, dass Dr. von Hatzfeld ein guter Radiologe ist, aber ich zweifle gerade daran, dass er ein guter Arzt ist. Frau Ewald fühlt sich auf die Füße getreten, weil ich einer Ihrer Patientinnen nach einer Mammographie gesagt habe, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Es gibt aber Mikroverkalkungen. Ja, und mit etwas Erfahrung kann man erkennen, dass diese Verkalkungen glatt und unbegrenzt sind. Dem Kollegen ist offenbar entgangen, dass ich bei der Mutter der Patientin vor einem halben Jahr ein Mammakarzinom diagnostiziert habe. Der Tumor konnte entfernt werden und nach der begleitenden Chemotherapie gibt es bisher keine Rezidive. Ist dem so? Ja. Gut, was spricht gegen eine erneute Mammographie? Mit Schwerpunkt auf den Kalkbereichen, nur um sicher zu gehen? Nichts. Ja. Schön. Dann schlage ich vor, ihr einigt euch. Und zwar ohne, dass es in ganz Eisenach zu hören ist. Ihnen ist schon klar, dass diese erneute Untersuchung nach der voreiligen Entwarnung, die Sie gegeben haben, eine enorme Belastung für meine Patientin darstellt, oder? Dr. von Hatzfeld, ich hoffe sehr, dass Sie in Zukunft das Vertrauensverhältnis zwischen mir und meinen Patienten respektieren. Dann erkläre ich das jetzt mal Frau Wittow. Wenn da jetzt noch was ist, dann wird das behandelt. Wie bei mir. Und dann geht das auch gut aus. Ich habe Angst, Mama. Ich weiß. Aber ich lasse dich nicht allein. Ich bin immer für dich da. Hier. Ich muss nur auch an Robert denken. Das Kinderkriegen müsstet ihr natürlich verschieben. Und wenn er mich dann nicht mehr will, er liebt dich. Das wird nicht passieren, okay? Ach, komm her. Es ist alles in Ordnung. Es gibt wirklich keine verdächtigen Mikroverkalkungen. Deshalb brauchen wir auch keine Biopsie und es reicht völlig, wenn Sie im nächsten Jahr zur Kontrolluntersuchung kommen. Und was sollte das jetzt? War es wirklich nötig, uns nochmal eine solche Angst einzujagen? Erst ist alles gut und dann wieder nicht und schon folgt noch eine Untersuchung. Ach komm, Mama, ist doch alles gut ausgegangen. Nein, nein, das hätte so nicht passieren dürfen. Ich verschreibe Ihnen jetzt ein gestagenhaltiges Gel und damit reiben Sie Ihre Brüste ein, dann sollte es bald besser werden. Spätestens nach der nächsten Periode müssten die Schmerzen dann aber aufhören. Okay. Mit Anke und Ben in die Schweiz zu ziehen, ist eine der größten Entscheidungen meines Lebens. Und was macht Papa? Statt mich zu unterstützen, bekomme ich nur Vorwürfe zu hören. Ach, Piwi, jetzt hör doch mal mit Christian auf und gesteh dir ein, dass es dir selbst schwerfällt. Das muss auch so sein, Piwi. Schau mal, das wäre doch schlimm, wenn das alles nur ein Klacks wäre. Wichtig ist doch für euch zu entscheiden, was ihr gewinnen würdet dadurch, dass ihr in die Schweiz geht. Das ist es doch. Ja, ganz genau. Ja. Und was ist das? Ich weiß nicht, aber hier ist einfach viel Routine gerade. Na siehst du, das ist doch ein Neuanfang. Das ist doch eine Herausforderung.
Ja. Verstehst du? Genau. Ja, Moment mal, Bernd, das kann aber ganz schön nach hinten losgehen. Was ist denn zum Beispiel, wenn ihr in der Schweiz überhaupt gar keine Freunde findet? Oder wenn die Arbeit dort dann doch nicht so beglückend ist? Und Ben? Was ist denn, wenn Ben sich da nicht wohlfühlt? Klar, wir haben auch diese Zweifel, aber zur Not kommen wir einfach wieder zurück. Hast du das Christian mal so gesagt? Über deine Bedenken gesprochen? Das solltest du tun. Er wird dir nämlich zuhören und er hat die Chance, dich besser zu verstehen. Was, wenn er es nicht begreift? Ja, dann wirst du deine Überzeugungen auch gegen ihn verteidigen müssen. Nora hat mir gerade erzählt, dass Piwi nicht mal mehr Termine annimmt. Ich finde es unglaublich. Ich glaube, Piwi fühlt sich mit seiner Entscheidung ziemlich einsam. Was soll denn das heißen? Soll ich jetzt auch noch applaudieren, bloß weil der Herr in die Schweiz gehen will? Vielleicht hat er einfach Angst und er hofft auf deine Unterstützung. Wieso denn? Die haben doch alles. Eine Wohnung, ein sicheres Einkommen, uns. Ich verstehe nicht, wieso er das alles wegwerfen will. Genau das hättest du ihn fragen können. Vielleicht in einem bisschen anderen Ton. Ja, und was ist mit der Praxis? Ich meine, Piwi rennt einfach immer nur vor der Verantwortung weg. Moment, das hast du mir neulich noch ganz anders erzählt. Du hattest im Nachhinein Verständnis für ihn, weil er jung und unerfahren war. Jetzt ist Piwi erwachsen. Er hat eine eigene Familie. An die muss er denken. Ja, Familie. Ein sehr gutes Stichwort. Was ist eigentlich mit all den anderen, die das auch betrifft? Sag mal, geht's hier noch um Piwi und Anke, die ihre gemeinsame Zukunft planen, oder geht's eigentlich um dich? Ach. Vielleicht siehst du das mal positiv. Ich meine, wir beide hätten deutlich mehr Zeit füreinander. Ah, ist ja sehr schön. Sollen wir uns jetzt ein Wohnmobil kaufen, oder was? Das ist alles, was dir dazu einfällt? Nein. Du hast einfach keine Ahnung von Familie. So sieht's doch aus. Aha. Weil ich nur Lotte habe und du hier der große Clanchef bist, oder was? Nein, so habe ich es überhaupt nicht gemeint. Es tut mir leid. Jetzt fang doch du nicht auch noch an. Weißt du was, deine Selbstgerechtigkeit, die geht mir echt auf die Nerven. Danke. Nora, haben wir die Laborergebnisse von Herrn Böhmer? Sind noch nicht da. Rufen Sie bitte an, machen Sie es dringend. Irgendwas stimmt da nicht. Moment, Frau Böhmer, das kann ich gleich klären. Herr Doktor? Frau Böhmer sagt, ihrem Sohn geht schlecht. Er übergibt sich ständig und kriegt kaum Luft. Sagen Sie, ich bin gleich unterwegs. Frau Böhmer, Herr Doktor ist gleich da. Seit wann hat er denn die Beschwerden? Kurz nachdem mein Mann zu Ihnen gegangen ist. Moritz kam gar nicht mehr aus dem Badezimmer. Zuerst dachte ich, jetzt hat er auch Magen-Darm, aber da ist mir aufgefallen, dass er so merkwürdig atmet. Moritz, würdest du dich bitte noch mal auf die Bettkante setzen? Ich möchte deine Lunge abhören. Noch mal einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Juckt deine Haut? Ja. Also Frau Böhmer, Moritz hat einen ziemlich niedrigen Blutdruck, deutlich beschleunigte Atmung und das Hautjucken und insgesamt sein schlechter Allgemeinzustand. Ehrlich gesagt, ich würde ihn gerne in die Klinik mitnehmen. Was? Ja, weißt du, Moritz, es gibt einfach ein paar Untersuchungen, die kann man im Krankenhaus viel besser machen. Und du musst ja auch keine Sorgen machen, die Leute sind da lieb zu einem und deine Mutter kommt ja auch mit. Konnten Sie denn Ihren Mann erreichen? Nur kurz am Handy. Er wollte noch mal ins Büro was abgeben. Also versuchen Sie es bitte weiter und wenn Sie Kontakt haben, dann sagen Sie ihm, er soll auch in die Klinik kommen zu weiteren Untersuchungen, ja? Dann haben beide das Gleiche. Jedenfalls haben Sie ähnliche Symptome. Entschuldige, mein Handy war auf leise. Ja, ich rufe dich einfach nächste Woche an, okay?
Siehst du, er hat nur ein bisschen gepiekst. Über den Schlauch hier bekommst du jetzt Flüssigkeit. Das ist wichtig, damit du bei Kräften bleibst. Wir vermuten aufgrund der Symptome eine schwere Lebensmittelvergiftung. Salmonellen sind auch möglich. Wir testen da jetzt in alle Richtungen und werden auch die Nieren untersuchen. Salmonellen? Dann könnte ich das ja auch bekommen. Haben Sie denn Beschwerden? Nein. Ah, hallo. Entschuldigung, kommst du mal kurz? Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Wenn der Vater dasselbe hat wie der Junge, dann ist es extrem ernst. Extrem hohe Entzündungsparameter, metabolische Azidose und Hypokalämie. Ja, das deutet alles auf ein schweres Nierenproblem hin. Ich frage mich nur, wieso die beide dasselbe haben. Deswegen wäre ja das naheliegendste eine Lebensmittelvergiftung. Ich habe ja gerade mit Frau Böhmer noch mal gesprochen. Die hat ausdrücklich bestätigt, dass sie das selber gegessen hat. Ja. Ich meine, wieso hat sie keine Symptome? Dazu noch die Tachypnoe, die du beim Vater beobachtet hast. Du musst auf jeden Fall die Lungenfunktionen von dem Kleinen im Auge behalten. Okay? Ja, das mache ich. Christa, kommen Sie mal. Ja, du, ich schaffe das nicht. Du musst mich abholen kommen. Dr. Kleist. Mein Mann hat mich gerade angerufen. Es geht ihm gar nicht gut. Wo ist er denn? Gerd, sag mir, wo du bist. Gerd, du musst ins Krankenhaus. Ruf die 112. Ich weiß nicht, wo Astrid... Gerd, antworte! Herr Böhmer, Kleist hier. Hallo? Was ist denn jetzt los? Wo wollen Sie mit Moritz denn hin? Wir fahren ihn zum Röntgen. Wir müssen sicherstellen, dass er kein Lungenödem entwickelt. Gehen Sie ruhig mit. Wir kümmern uns um Ihren Mann. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Jaschke hier. Frau Böhmer, Ihr Mann ist im Moment stabil. Wurde gerade noch rechtzeitig eingeliefert. Aber Sie wissen immer noch nicht, was los ist. Nein, er hat dieselben Symptome wie bei Moritz. Aber die können wir behandeln. Das ist wie ein Albtraum, Dr. Kleist. Beide. Wie soll man das denn aushalten? Kommen Sie. Wir testen da jetzt in alle Richtungen, aber solange wir im Dunkeln tappen, sind wir auf einen Zufallstreffer angewiesen. Aber wir müssen doch bei den ganzen Symptomen irgendeinen Zusammenhang erkennen. Okay, was haben wir? Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Ja. Und bei dem Jungen hat der Husten schon einen Tag früher angefangen. Dann Tachypnoe und leichte Zyanose beim Vater, richtig? Ja. Stark erhöhte Nierenwerte bei beiden. Metabolische Azidose beim Vater. Viel zu hohe Entzündungsparameter. Und Hypokalämie. Was würde den Durchfall bei dem Jungen erklären? Aber beim Vater, der hat viel zu niedrige Werte. Ich hatte mal als junger Assistenzarzt einen Fall von einer Fluoridvergiftung bei einem Kleinkind. Das hat eine Tube Zahnpasta gegessen. Fluoridvergiftung? Fluoridionen binden Calcium. Das würde die Atembeschwerden erklären. Wo sollen sich beide gleichzeitig eine Fluoridvergiftung zugezogen haben? Ich werde zur Sicherheit auch Frau Böhmer Blut abnehmen. Nicht, dass das bei ihr nur mit Verzögerung eintritt. Okay. Was mit der Vergiftung? Das war eine sehr gute Idee. Ich habe zwar noch keine Lösung, aber wenn mir was einfällt, dann melde ich mich. Okay. Kann ich noch was für Sie tun? Nein, danke. Gut, dann bis morgen. Tschüss. Störe ich? Wie kommst du darauf, dass du störst? Es tut mir leid. Was denn? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will dich nicht enttäuschen. Du enttäuschst mich nicht. Im Ernst, ich habe darüber nachgedacht und vielleicht
Habe ich mich einfach zu sehr an dich gewöhnt und habe jetzt Angst davor, wie es wird, wenn du nicht mehr da bist. Und die Praxis? Die Praxis ist ein Teil von mir. Und es war naiv von mir zu glauben, dass du auch ein Teil vom Teil bist. Familie eben. Lisa war ja auch hier. Ja. Im Ernst, Piwi, war ich in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu, weiß ich, wie sagst du immer, klebrig? Nein. Ich meine, Lisa und ich hätten doch immer Nein sagen können, oder? Ja, aber als Rabenvater hätte ich das natürlich nie akzeptiert. Nein, Papa. Dass wir beide sogar zusammen arbeiten konnten, das ist was ganz Besonderes. Mach das jetzt nicht schlecht. Wenn wir jetzt in die Schweiz ziehen, dann ist das keine Entscheidung gegen dich, sondern für einen Neuanfang. Ich bin stolz auf dich. Und weißt du, eines Tages, da wird euer Mut auch belohnt werden. Vielleicht warst du doch ein bisschen klebrig manchmal. Ja, natürlich auch. Oh Mann, wir haben echt fast alles zusammen gemacht. Ja, Wahnsinn, ne? Vater und Sohn machen fast alles zusammen. Und das ist überhaupt die Lösung. Vater und Sohn machen alles zusammen. Was? Sagen Sie, wissen Sie, ob die beiden hier unten gemalt oder lackiert haben? Nee, das haben sie nicht. Sagen Sie, dieser Gang, den Ihr Mann hier freigelegt hat, wissen Sie, wo der hinführt? Ich muss da mal was überprüfen, ja? Ich melde mich. Gut. Ach! Ach. Keine Sorge, alles in Ordnung. Die Werte sind bestens. Was machen Sie denn hier? Wir haben das Haus begast. Aus Bock. Sind aber schon wieder am Lüften. Womit denn? Sulfuril-Difluorid. Sulfuril-Difluorid? Ja. Haben Sie einen Moment Zeit? Ich bin Arzt und ich habe zwei Patienten, die wohnen genau in dem Haus nebenan. Die haben seit kurzem Vergiftungserscheinungen. Das hat mit uns nichts zu tun. Wir sind ein geprüftes und zertifiziertes Unternehmen, ja? Wir wissen, was wir tun. Wie muss ich mir denn so eine Begasung vorstellen? Also, es ist eigentlich ganz einfach. Wir dichten das Haus ab. Und dann machen wir einen Drucktest, damit wir wissen, dass alles zu ist. Okay, und wie kommt das Gift ins Spiel? Das Gas wird genau berechnet, nach Volumen des Hauses. Und über Schläuche von außen eingeleitet. Und nach zwei Tagen ist alles vorbei. Heute Morgen haben wir die Dichtung entfernt und mit der Belüftung begonnen. Das Gas kann direkt nach oben rausgedrückt werden. Die Konzentration in der Luft ist sofort so gering, dass keine Gesundheits- oder Umweltschäden zu befürchten sind. Okay, aber wenn ich mich während des Vorgangs im Haus aufhalte, dann ist das doch gefährlich. Boah, sicher. Es kann sogar tödlich enden. Aber wie gesagt, das Haus war dicht. Vielleicht nur bis gestern Abend. Mein Patient hat ein Loch in die Kellerwand gebrochen und dabei einen Tunnel freigelegt. Sie nehmen mich jetzt auf den Arm, oder? Leider nicht. Wenn es also eine Verbindung gab zwischen diesen beiden Häusern, unterirdisch, die jetzt freigelegt wurde, könnte sich dann das Gas so weit ausbreiten? Wahrscheinlich, ja. Er wird es noch nicht mal bemerken. Das Zeug ist geruchlos. Okay, danke. Ja, ich bin's. Sulfuril-Difluorid.
Ja. Man müsste dadurch auch eine erhöhte Fluoridkonzentration im Blut feststellen können. Ja. Deswegen auch die Hypokalzämie. Bin unterwegs. Aber warum leidet er stärker an der Vergiftung als Moritz? Weil er mehr von dem Sulfidyl-Difluorid eingeatmet hat. Das wird vom Körper in Fluorid umgewandelt und führt zu einer extremen Belastung des Elektrolythaushalts. Und zwar mit massiven Auswirkungen auf Lunge, Magen, Darm und Herz. Kurzzeitig drohten lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen. Aber jetzt, wo wir wissen, womit wir es zu tun haben, können wir die Symptome gezielt behandeln. Dann wird er also wieder gesund? Ja. Wir geben ihm jetzt noch ein Medikament gegen ein drohendes Lungenödem und außerdem helfen wir seinen Nieren, das Gift auszuscheiden. Und jetzt, wo wir wissen, was sie beide haben, werden sie auch beide gesund. Wie geht's Papa? Es wird alles wieder gut, Moritz. Hallo. Na, Moritz, wie geht's? Bisschen besser. Es wurden tatsächlich Reste von Gas in dem Keller gefunden. Aber die Firma kümmert sich drum und lüftet jetzt einmal ordentlich durch. Ja, aber reicht denn das? Naja, wie bei allen Gasen hängt es natürlich immer auch von der Konzentration ab. Aber es sieht so aus, dass Moritz glimpflich davongekommen ist. Du warst ja auch nur kurz im Keller. Dann hätte ich Papa doch helfen sollen. Dann wäre es schneller gegangen. Ja, oder so. Was ist das denn? Überraschung. Habe ich vorbereitet. Und ich wollte mich auch entschuldigen wegen vorhin. Setz dich doch. Was ist mit Lotte und Paul? Denen habe ich beiden einen Zwanni gegeben. Und die sind im Kino. Das heißt, sturmfrei. Bibi, Anke und Ben. Weißt du, ich muss mich einfach daran gewöhnen, dass die Kinder aus dem Haus gehen. Erst Lisa, dann Clara, jetzt Bibi und machen wir uns nichts vor. In ein paar Jahren wird Paul auch das Abitur haben. Ich muss mich einfach an den neuen Lebensabschnitt gewöhnen. Das schaffst du. Meinst du? Mit deiner Hilfe. Wow. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und ich schwöre, ich will kein Wohnmobil. Gott sei Dank. Hey! Hm? Hey! Was machst denn du hier? Naja, ich hab mir ein paar Tage freigenommen. Oder glaubst du, ich lass Pivi und Anke einfach so verschwinden? Stör ich? Nein, überhaupt nicht. Willst du mitessen? Hey. Du bist ja auch schon wieder da. Na? Sorry, Papa, aber der Film war echt öde. Totaler Fail. Aber wir haben so lange durchgehalten, wie wir konnten. Kein Cashback, Christian. Können wir auch was davon haben? Ja, klar. Setzt euch. Und danach was spielen? Bist du dabei, Clara? Ja? Ich bin nächste Woche bei meinem ersten großen Rennen in Baden-Baden und darf ein Pferd betreuen. Wow. Willst du mitkommen? Ja, klar. Warum nehmen wir nicht gleich noch Inge und Bernd mit? Hm? Dann machen wir einen Familienausflug. Mhm. So, setzt euch und haut rein. Sonst wird morgen schlechtes Wetter. Alles, alles Gute. Mach's gut. Und halt die Ohren steif, ihr drei. Ja, mach ich. Ich find's richtig, was ihr macht. Viel Glück, Süße. Ja. Na, lass mal, die werden das schon packen. Ich werde euch vermissen. Ich dich auch. Danke. Pass auf, Papa. Ciao. Ich freue mich für euch. Ah ja.
Na los, nun komm. Komm, Christian, Sie werden uns bestimmt jedes Wochenende besuchen. Du bist süß.